Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mit einem weiteren Tutorial, ein weiterer Move, den wirklich jeder schafft. Das ist ein Streetball-Move schlechthin. Im Verein, in einem Ligaspiel, würde dir nicht viel bringen, wird mit Sicherheit gepfiffen. Würde ich jetzt sagen, ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert, aber probiert es lieber nicht aus, falls ihr einen Ballverlust riskieren wollt. Daher, okay. Einfaches Teil eigentlich, einfacher geht es gar nicht. Eine einzige Bewegung, und zwar den Ball über den Rücken dribbeln. Ihr seht es schon, einfacher geht es gar nicht. Mit links. Also wenn das nicht einfach ist, dann weiß ich nicht. Was muss man dazu tun? Den Ball erstmal, da geht es schon los, worum es gepfiffen wird, nach oben führen. Und dann hinter dem Kopf, hinter der Schulter, auf der anderen Seite wieder aufkommen. Am besten hier in diesem Bereich hier, dass er hier wieder aufkommt. Mit ein bisschen Kraft, mit ein bisschen Schwung. Da das Wichtige oder vielleicht Gefährliche, Schwierige, wenn man jetzt so sagen möchte, den Schwung nach oben, dass dir der Ball hier nicht auskommt, dass du ihn bis hierher führst. Ne? Das ist eigentlich das Einzige. Ansonsten, dass er hier noch aufkommt, vielleicht ein bisschen das Handgelenk mit bedienen. Aber ansonsten super easy. Also ich glaube, es gibt keinen Streetballer auf der ganzen Welt, der diesen Move nicht macht. Das ist wirklich, das ist der Move schlechthin für einen Streetballer auf jeden Fall. Was ich jetzt dabei noch cool finde, also ich mache, ist sowieso einer meiner Lieblingsdribblings überhaupt. Das macht mit geschlossenen Augen, versteht ihr? Das ist wirklich super easy, super, super easy. Aber was ich da viel geiler finde, ist, das ist so die Einleitung für einen Combo-Move zum Beispiel. Ne? Der Combo-Move schlechthin, der hier. Verstehst du? Das ist so, den kannst du immer wieder schön mit einbauen. Egal bei welchen Faxen du machst, verstehst du? Das ist einfach, keine Ahnung. Siehst du, immer, der ist immer irgendwie mit dabei, immer irgendwie mit dabei. Gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, den irgendwo mit einzubauen. Und das ist das Coole an dem Move. Ansonsten ein wirklicher Showfaktor für da musste, glaube ich, 40 Jahre zurückreißen. Dann vielleicht, wow, was hat der da gemacht? Ist nichts Besonderes mehr. Aber wie gesagt, ist es ein cooles Ding. Wie geht es noch? Andere Art und Weise zum Dribbeln zum Beispiel. Du gehst ein bisschen niedriger und wirfst ihn über dich rüber. Das wäre auch noch so eine Art und Weise. Der hier, es ist schon von der linken Seite. Da kannst echt viele Faxen machen damit. Oder? Feedback geben, eure Meinung, probiert es aus. Und das Entscheidende schlechthin, bei den ganzen Moves, die ich euch zeige, es ist ja cool, wenn du den einen schaffst. Was ich auch immer wieder sage, aber das Ausschlaggebende und dann wirklich richtig coole erst ist, wenn du jeden Move wirklich perfekt verinnerlicht hast, die zu kombinieren in so vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie du denkst, okay, und dann kreativ sein. Und das ist das, was mir persönlich einfach schon immer Spaß gemacht hat. Ne? Zuerst mal den Move, wo du denkst, wow, cool, okay, nice. Und dann überlegst du dir, hey, wie würde das ausschauen, wenn du zuerst den Move machst und dann den Move? Ist das überhaupt möglich, wenn man den Move probiert und dann den Move? Weißt du, was ich meine? Und schon hast du ganz neue Kreationen, neue Moves, die entstehen, Combo-Moves. Und das ist einfach das, wo ich so drauf abfahre. Streetballer live, würde ich so sagen, oder? Für einen Vereinsspieler ist das natürlich überhaupt nichts, aber ja, deshalb würde ich fast sagen, wenn ich das jetzt behaupte, der Streetballer hat mehr Spaß. Jetzt kommen wir, Glück gehabt, Alter, ihr wisst ja, siehst du, ist auch nur Spaß. Ist jetzt nicht so ernst gemeint, aber wisst ihr, was ich meine? Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Also, Feedback geben, eure Meinung. Geht raus, Streetballer, Freiplatzspieler, geht raus, probiert Moves aus, wenn ihr alleine unterwegs seid oder was weiß ich. Habt Spaß dabei. Das ist eh das Allerwichtigste. Ob Vereinsspieler, ob Streetballer, ob alleine auf dem Platz oder in der Mannschaft. Ey, ohne Spaß ist es scheiße. Außer natürlich, du verdienst jetzt schon deine Millionen mit Basketballspielen und es ist einfach nur noch eine Arbeit. Aber dann wäre es wirklich schade. Das wäre wirklich sehr schade und wirklich traurig, wenn du ein professioneller Basketballspieler bist, der mit Basketballspielen Millionen verdient, aber seine Arbeit hasst. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, ey,
dann würde ich echt eine Träne vergießen, weil das ist ja wohl das Schrecklichste, was passieren kann, ne? Aber ich glaube, niemand spielt Basketball, weil es ihm keinen Spaß macht. Das ist ja, macht keinen Sinn, oder? Ja. Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mann. Den gibt's beim nächsten Mal. You know? Mr. Mike Production.